Charles Darwin nannte den Berg das erhabenste Schauspiel Feuerlands, 1000 Meter höher als alles andere. Wenn man so ein bisschen bergaffin ist, dann verfällt man diesen Berg vielleicht einfach. Es ist ja auch ein prägendes Erlebnis, in einer Natur unterwegs sein zu dürfen, die letztendlich übermächtig hier ist. Noch. Es ist eine der wenigen Gegenden auf unserem Planeten, die der Mensch noch nicht in irgendeiner Form umgewandelt hat. Man schwelgt einfach in diesen unfassbaren Landschaften, weil das letztendlich ist ja wie so ein Vorhang, so ein Bühnenbild, was sich einem da zeigt.